Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute möchte ich euch einen neuen Ort zeigen, wo ihr wunderbar klauen könnt, ohne dass euch eine Wache auf die Finger guckt und vielleicht sogar noch ein Kopfgeld verteilt. Es gibt mittlerweile einige neue Errungenschaften rund um Diebesgut und von daher solltet ihr diesen Ort unbedingt kennenlernen. Ich befinde mich in Necrom auf der Telvanni Halbinsel, das heißt, wir nehmen hier auch den Wegschrein von Necrom und direkt in Necrom bewegen wir uns Richtung von dem Hausausstatter. Der ist hier quasi direkt gegenüber und hier links wollen wir einmal in den Necrom-Unterschlupf hinein. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Weg. Weiß nicht, ob der andere wirklich schneller ist, den zeige ich euch dann auch noch, wo ihr dann nochmal auf einem anderen Weg hier hinkommt. In der Diebesgilde, ich bin immer ein Fan von Abkürzungen. Wir springen hier einfach mal runter und laufen hier einmal durch, um dann zum Ausgang zu kommen. Beziehungsweise der Ausgang in dem Sinne ist es noch nicht. Wir kommen erstmal in die unterirdischen Gänge von Necrom. So, herzlich willkommen im neuen Paradies der Diebe. Diese ganze Ebene hier, inklusive diesen zwei Räumen, könnt ihr fürs Klauen benutzen. Das ist richtig klasse. Also ihr seht schon, wir haben hier wirklich mehr als genug auf beiden Seiten an Urnen stehen. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Gut, die großen hier, die funktionieren jetzt nicht, aber jede kleine Urne, im Übrigen auch die, die hier in den Regalen stehen, also wenn halt was drin ist, die sind jetzt leer, die obere könnte ich jetzt leeren. Also alles voll auf beiden Seiten. So, das wäre jetzt die Möglichkeit des zweiten Eingangs. Da gehen wir einmal kurz raus. Ihr befindet euch jetzt hier unten am Hafen. Aber dann müsst ihr halt auch vom Wegschrein einmal hier komplett bis zum Hafen rennen. Da finde ich schon den Weg durch die Diebesgilde um einiges netter. Wenn ihr alles hier drin dann leergeräumt habt, ist es aber sinnvoll, eine dieser Türen, also es gibt noch einen zweiten Ausgang hier, zu benutzen. Denn wenn ihr wieder reinkommt, sind alle Urnen wieder voll. Und ich muss gestehen, ich starte tatsächlich immer von einer der beiden Seiten, damit ich den Überblick nicht verliere. Und mache erstmal nur eine Seite, die ich ablaufe, weil ich sonst irgendwann vergesse, was ich alles schon aufgemacht habe und was ich nicht aufgemacht habe. Und wenn ich dann auf der anderen Seite angekommen bin, dann mache ich das Ganze mit der linken Seite und laufe einfach wieder zurück. Wir haben hier gleich auch noch zwei Räume, nämlich hier drüben. Auch hier habt ihr einige Uhren stehen, auf der Seite auch noch ein Schreibtisch. Gut, der ist jetzt gerade leer, also auch hier könnt ihr einiges leer räumen. Ich muss gestehen, mein Favorit ist es nicht. Mein Favorit ist tatsächlich immer noch Ferngrab, aber das ist Geschmackssache. Und vielleicht möchte man tatsächlich auch mal ein bisschen Abwechslung haben beim Klauen. Vorteil hier ist definitiv, dass ich nicht so oft rein- und rauslaufen muss wie Ferngrab, sondern ich habe natürlich die Möglichkeit, hier viel, viel länger drin zu bleiben, weil ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt. Aber ich würde sagen, es sind locker 60 Urnen, die ich hier leeren kann. Das ist natürlich um einiges mehr. Das war's zu diesem Ort des Stehlens. Obwohl, ist es wirklich Stehlen, wenn das jemand so unbeobachtet hier liegen lässt? Ich meine, selber schuld oder nicht, ne? Was ich auch noch empfehlen würde in dem Fall, wenn ihr hier unterwegs seid, falls ihr die Begleiter schon habt, dann macht es auf alle Fälle Sinn, Asandar mitzunehmen, der dann gegebenenfalls auch noch Extras schmeißt. Wenn ihr ihn noch nicht habt, ich würde mir freischalten. Gerade für solche Diebestouren macht es wirklich Sinn,
ihn dort mitzunehmen. So, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow. Und ja, besucht mich auch super gerne mal auf Twitch. Ich habe dort den gleichen Namen. Am besten auch gleich da ein Follow dalassen, würde ich mich genauso freuen. Und ihr werdet dann ja auch benachrichtigt, wenn ich live bin. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas erledigt haben wollt. Das machen wir auch sehr, sehr gerne dann im Stream zusammen. So, das war's für heute. Ich sage Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.